Servus! Hallo! Wie ihr im Thumbnail erkannt habt, haben wir heute wieder den Audi A3 von Georg da. Die Videos, die kennt ihr schon, ich packe euch oben mal einen kleinen Link rein. Bei dem haben wir das Problem, dass das Getriebe Geräusche macht, es ist kurz vorm Kaputtgehen. Und ihr habt ja schon im Livestream gesehen, dass wir bei dem A3-Projekt, was wir von unserem Umbau haben, das Getriebe ausgebaut haben. Und das möchten wir heute in den einpflanzen sozusagen, weil das deutlich besser ist. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich zeige euch kurz die Teile und dann legen wir los. Also den A3 kennt ihr schon, da haben wir sehr viele Videos. Wie gesagt, die Playlist, die habe ich euch mal verlinkt. Hier sind jetzt mal die Teile noch, die wir uns zurechtgelegt haben. Das 2-Massenschwungrad, das ist noch vom Projekt, genauso also wie alle Teile hier. Die werden wir uns mal anschauen, wie der vom jetzigen ist. Werden wir wahrscheinlich mit austauschen. Kupplungsscheibe, das müssen wir uns auch anschauen, ob die besser ist, die alte oder von dem. Und hier ist jetzt sozusagen das Getriebe. Das werden wir uns nachher noch schön sauber machen, weil wir werden hier das Ausrücklager noch erneuern. Das machen wir im Zuge mal gleich mit. Da kann ich euch mal kurz rübernehmen. Die Alufolie bleibt noch zu, kriegt ihr später im Video. Ihr seht, was da drin ist. Manche werden sich schon denken können. Hier haben wir jetzt zum Beispiel mal, das neue Ausrücklager. So schaut das aus. Es wird so installiert und das bewegt sich hoch und runter. Je nachdem, halt, wenn man auf die Kupplung tritt, geht es rein und raus. So, ich würde sagen, wir fangen an. Wir machen uns erstmal die Motorhaube auf und werden uns oben erstmal ein paar Sachen zerlegen. So, hier haben wir den schönen 1,9er. Wir müssen ein bisschen was zerlegen, also sprich, wir werden jetzt hier natürlich die Deckel wegnehmen, die Luftversorgung, halt, dass wir viel Platz haben, weil wir müssen überall unten drunter wegen den Motorhaltern. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So, ich habe euch jetzt mal kurz in Zeitlupe gezeigt, wie das alles ausschaut. Also sprich, wir haben jetzt hier den Luftfilterkasten weggenommen, hier vorne die Batterie, damit wir einfach den Platz haben, weil man sieht, hier sind jetzt die Haltepunkte vom Getriebe. Die müssen wir uns später lösen, weil das muss man ein bisschen hoch und runter variieren können. Und jetzt seht ihr mal sozusagen den ersten Blick. Hier haben wir jetzt das Schaltgestänge, das werden wir im nächsten Schritt abbauen, damit das schon mal los ist, weil das müssen wir natürlich wegnehmen. Genauso wie die ganzen Kabelführungen und das zeigen wir euch jetzt. So, im ersten Schritt werden wir jetzt hier diese Sicherungsclips runternehmen. Da haben wir insgesamt 2 Stück, damit ist das arretiert, dass es nicht rausrutschen kann. Hier oben ist auch noch einer. Passt auf, dass euch die Dinger nicht runterfallen, weil wenn die runterfallen, die sind echt blöd zum Finden, weil die so klein sind. Und dann kann man sich jetzt hier diese Stifte runterziehen. Das ist ganz easy. Das Bauteil, das lassen wir drauf. Das ist ja auf dem alten Getriebe auch schon mit drauf. Das brauchen wir nicht ersetzen. Falls ihr mal ein Getriebe kauft, sind die meistens nicht mehr mit drauf. Da müsst ihr das halt mit übernehmen, aber in dem Fall, da können wir das drin lassen. Und jetzt nehmen wir uns hier die Stromversorgung vom Anlasser weg. Also sprich, aktuell ist ja kein Strom drauf. Deshalb muss man auch die Batterie vorher abbauen. Das ist die Starkstromleitung. Die ist immer ziemlich gefährlich, wenn die Batterie angeschlossen wäre. Aber in dem Fall ist es ungefährlich. Den Anlasser müssen wir uns hier natürlich auch zerlegen, weil da werden wir den wahrscheinlich mitnehmen oder mal anschauen, wie der ausschaut im Vergleich zu dem anderen. Wie man sieht, die ist hier mit einer 13er Mutter befestigt. Einfach abschrauben, rausziehen, fertig, schon ist die Sache gegessen. Die 13er Mutter am besten wieder aufschrauben, damit die nicht verloren geht, falls man sie später braucht. Dann haben wir jetzt hier noch die Stromversorgung, die können wir uns auch abklipsen. Die ist da sozusagen aufgesteckt, den ganzen Kabelbaum ein bisschen zur Seite, weil sonst reißt ihr den nachher mit raus, wenn das Getriebe rausholt.
einfach damit es halt in der Luft hängt. Dann gehen wir jetzt hier mit der 13er Stecknuss drauf. Und zwar ist das hier die Servoleitung. Die ist einmal hier vorne befestigt, wo der Georg jetzt drauf geht. Die läuft halt hier entlang am Getriebe und geht hier oben auch nochmal drauf. Ist auch nochmal eine 13er. Die muss man sich lösen, weil wenn das Getriebe abgesenkt wird, dann würde sich das mit runterziehen. Dann könnte es eventuell beschädigt werden. So, wenn es ein bisschen schwierig runtergeht, so wie in unserem Fall, nehmen wir uns jetzt hier das Lubrikant her. Dann gehen wir hier ein bisschen auf die Schrauben drauf. Lass uns halt ein bisschen einwirken, ne, damit es ein bisschen schöner runtergeht. Lass uns das schön einwirken und dann schauen wir mal, dass die Schrauben hier schön runtergehen. Hier hat sich schon mal gelöst. Und das Plastik hier, ne, wo die Kabel geführt sind, das kann man sich hier rausnehmen. Ja, das sieht man, das ist hier das Teil. Und da unten ist jetzt auch noch ein Kabel. Das Kabel hier unten, das müssen wir auch noch abstecken. Sagen wir mal ein klassisches Kabel mit so zwei Federn dran. Und dann ist hier die Stromverbindung vom Anlasser getrennt. Als nächstes werden wir jetzt hier reingehen. Und zwar haben wir hier hinten drei 13er. Das ist ein bisschen eng zum Filmen da hinten. Das ist jetzt der Halter von dem Schaltgestänge. Die müssen wir uns im nächsten Schritt lösen. Einfach, damit wir das Schaltgestänge weg haben vom Getriebe. Weil das kann nicht drauf bleiben. Jetzt können wir uns hier die letzte Mutter rausnehmen. Und jetzt können wir uns das Schaltgestänge an dem Halter runternehmen. Jetzt hüpft er raus, sieht man, jetzt hängt er da oben, dann ist es vom Getriebe auch schon mal gelöst. Hier oben am Getriebe haben wir jetzt den Massepunkt, den können wir uns jetzt hier mit der 13er lösen. Da gehen wir vorher ein bisschen mit dem Lubrikant drauf, weil die schaut jetzt auch nicht mehr so schön aus. So, lassen uns ein bisschen einwirken und dann können wir hier die Masse runternehmen. Und zum Vorbereiten werden wir uns jetzt hier mit einer 18er Stecknuss die Getriebeschrauben lösen, die oberhalb vom Getriebe sind, weil wir nachher unter das Auto müssen, damit wir die schon mal locker haben. Insgesamt haben wir hier oben drei Stück noch und die restlichen werden wir uns dann von unten lösen. Den Anlasser, den kann man sich auch später lösen, aber wir machen es immer gerne vorab, einfach damit das Bauteil schon mal aus dem Weg ist und die Schrauben natürlich auch vom Getriebe schon weg sind, weil die gleichzeitig auch noch Getriebeschrauben sind, also sprich die Glocke ist dadurch auch nochmal befestigt und den nehmen wir uns aber vorab schon raus. Jetzt haben wir hier die Bremsflüssigkeitsleitung, die zu dem Ausrücklager geht, beziehungsweise Kupplungsbetätigung. Da läuft die Flüssigkeit durch, die am Ende dann unser Ausrücklager in Kraft setzt, damit man die Kupplung treten kann. Dann nehmen wir den Gumminipsi, dann kann man das gleichzeitig verschließen. Genau. Dadurch, dass ja da die Bremsflüssigkeit rauskommt, können wir uns hier den Gumminippel oben drauf setzen, damit es da nicht die ganze Zeit ausläuft. Und das müssen wir uns später natürlich dann auch wieder entlüften, das ganze System. Sonst funktioniert die Kupplung nicht. Dann nehmen wir uns hier unseren Motorhalter her. Den brauchen wir jetzt, weil wir möchten uns ja vorab hier die zwei Schrauben lösen von dem Motorhalter, damit wir das motorseitig auf der rechten Seite hoch und runter heben können, damit wir da auch später besser dran arbeiten können an dem Getriebe. So, damit wir die Motorbrücke richtig benutzen können, müssen wir uns jetzt erstmal hier das Saugrohr lösen, weil unter dem Saugrohr ist sozusagen die Motorhalterung für die Motorbrücke und dann können wir den hoch und runter senken, wie wir es gerade brauchen, damit wir das Getriebe da auch in Ruhe ausbauen können. Dann können wir uns hier mit unserer Sicherung die Kette da festmachen und wie gesagt, durch diese Auf- und Abbewegung haben wir dann genug Spielraum, um das Getriebe runterzulassen. Jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen auf Zug bringen, damit das schon mal drin steht und dann werden wir uns hier die zwei Schrauben lösen von dem Motorhalter, damit wir sozusagen schon mal das Getriebe locker haben. Dann nehmen wir uns 18er Stecknuss her für die zwei Schrauben. Die lösen wir uns jetzt erstmal hier. Das sind die vom Motorhalter. Und so sind die zwei Schrauben locker. Die drehen wir uns jetzt komplett raus und dann hängt das Getriebe sozusagen in der Luft. Die drei Schrauben vom Halter, die haben wir uns hier aufgelöst. Dann kann man den hier komplett rausnehmen, den Halter. Das ist halt der Vorteil, dass man jetzt hier viel mehr Platz hat. Wenn der drin ist, kriegt man das Getriebe kaum raus. Und ja, deshalb macht man den vorher weg. Jetzt nehmen wir uns hier erstmal die Felge runter, weil da unten drunter ist natürlich die Antriebswellenmutter. Die müssen wir uns auch lösen, weil wir uns die Antriebswelle komplett ausbauen werden für das Getriebewechsel. Ich würde sagen, ja, nehmen wir es erstmal runter. Du stehst voll im Licht, Alter. Dann nehmen wir uns hier eine 30er Innen 12-Kant, die setzen wir uns hier auf. Dann haben wir uns jetzt hier zur Befestigung von der Bremsscheibe haben wir uns nochmal einen Radbolzen reingemacht. Die hat zwar hier eine Schraube, aber das Problem ist, dass die mit Sicherheit abreißen wird, weil die ganze Kraft hier über die Welle geht. Und oben haben wir uns einen Schraubenzieher reingesteckt, ne, damit die Bremsscheibe blockiert ist. Dann gehen wir hier drauf und lösen uns die erstmal. Es geht relativ schwierig, weil die sehr viel Drehmoment kriegt nachher, das zeige ich euch noch. Aber mit einer Verlängerung geht es eigentlich relativ gut. Jetzt ist schon locker. Dann können wir uns die Antriebswelle nach hinten rausdrücken.
So, dann können wir uns die Antriebswelle ein bisschen durchhauen. Jetzt sehen wir uns das Auto weiter an und dann schauen wir mal. So, wir kommen jetzt zur Mystery Box. Der Georg wird jetzt mal auspacken. Und zwar das Bauteil, was hier drin ist, das werden wir gleich mit ersetzen. Ist jetzt für den Getriebewechsel nicht wirklich zwingend erforderlich. Aber da beim Georg das Bauteil schon ziemlich kaputt ist, was wir euch später noch zeigen können, werden wir das hier gleich mit ersetzen. So, und da ist ja auch schon die neue Vorderachse. So, hier haben wir die neue Vorderachse. Die wurde uns von ATP zur Verfügung gestellt. Natürlich nochmal ein schönes Dankeschön. Danke. Die werden wir natürlich mit austauschen. Wir werden jetzt aber im nächsten Schritt erstmal die alte Vorderachse ausbauen. Den Schritt brauchen wir euch jetzt nicht extra zu zeigen, weil der gehört, wie gesagt, zum Getriebewechsel eigentlich nicht dazu. Aber in dem Zuge machen wir uns die runter, weil wir die mit austauschen werden. Und wenn die unten ist, zeigen wir euch, wie es weitergeht. Hier werden wir uns jetzt die Antriebswelle innen lösen. Und zwar haben wir da eine M10 Vielzahn. Hier geht man da drauf. Ne? Die kann man sich dann hier rausdrehen. Die haben wir uns vorab schon gelöst, ne? Damit wir die jetzt hier schön mit der Hand rausnehmen können. Und insgesamt sind da 6 Stück drauf. Die drehen wir uns raus. Dann können wir uns hier die Antriebswelle nach vorne ausbauen. So, dann kann man sich die hier einfach rausziehen. Ne? Wenn die Schrauben gelöst sind, die 6 Stück, und vorne die Antriebswellenmutter, dann kann man sich die rausnehmen. Weil, ja, erstens brauchen wir die sowieso rausnehmen, wegen dem Getriebe. Und zweitens müssen wir es rausnehmen, damit wir die Vorderachse absenken können. So, wie man sieht, die Vorderachse ist jetzt erstmal raus. Die haben wir uns da drüben auf den Boden gelegt. Da müssen wir den Stabi noch rausnehmen. Was wir jetzt natürlich als nächstes dann machen werden, ist hier weiter das Getriebe auszubauen. Die Antriebswelle, die haben wir uns auf der linken Seite komplett rausgenommen. Auf der rechten Seite hängt sie noch drinnen. Mehr brauchen wir nicht. Die lassen wir da runterhängen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an, hier weiter das Getriebe zu zerlegen. Bevor wir das Getriebe ausbauen, möchten wir natürlich erstmal die Flüssigkeit abfüllen. Um die zu lösen, haben wir jetzt hier eine M16 Vielzahn. Mit Loch, das ist wichtig, weil die Schraube oben auch eine Hülse drin hat. Und da werden wir uns jetzt erstmal hier die Auffüllschraube lösen, wie gesagt. Und danach dann die Ablassschraube. Ne, lassen wir uns erstmal hier das alte Getriebeöl raus, weil das ist ja sowieso dann zum Entsorgen und da muss die Flüssigkeit rausgenommen werden. Man sieht, die Farbe schaut relativ gut aus, aber das Getriebe an sich, wie gesagt, das war sehr laut. Jetzt machen wir die Ablassschraube auf. Da kommt dann der Rest noch raus. Wie man sieht, die Farbe an sich ist noch in Ordnung, ne? Das hat man oben schon gesehen. Die ist noch leicht durchsichtig, also Späne sieht man auf Anhieb auch nicht. Nachdem es weitgehend abgelaufen ist, machen wir uns hier die Abfüllschraube wieder drauf. Wie gesagt, im Endeffekt ist es jetzt wurscht gewesen, auch wenn es jetzt die Späne gehabt hätte oder so, das Getriebe wird da sowieso ausgetauscht. Was wir jetzt machen, wir nehmen uns jetzt hier die Getriebeglockenschrauben alle runter. Das sind ja 18er, wie oben auch. Ne, die sind hier ringsrum, da unten sind noch 2. Und wenn die alle ab sind, dann können wir uns sozusagen die Glocke hier schon runternehmen. Und das werden wir jetzt hier im nächsten Schritt dann erstmal machen. Das ist jetzt sozusagen die zweite Schraube vom Anlasser. Die ist unterhalb vom Anlasser und dann kann man den auch schon rausnehmen. So, und jetzt, wenn beide Schrauben locker sind, können wir uns jetzt hier den Anlasser sozusagen ausbauen. So, und dann ist er schon raus, ne? Wenn man hier mal näher rauf geht, sieht man, dass sich das hier komplett alles aufgefressen hat. Ne? Da fehlt komplett die Führung. Der Bolzen, der war jetzt so locker da drin, ne? Die schauen aber alle nicht so schön aus. Also scheinbar hat sich da mit der Zeit irgendwas beschädigt. Jetzt haben wir hier die letzte, die machen wir uns auch noch ab und dann können wir die Glocke runternehmen. Nachdem alle Schrauben locker sind, wird der Georg jetzt versuchen, das Getriebe da runter zu hebeln. Kann man schauen, hier runterziehen. Jetzt kommt das Getriebe da auch schon raus. So, jetzt haben wir hier mal beide Getriebe nebeneinander. Ne, man sieht, die sind identisch. Was wir jetzt schon mal gesehen haben, wenn man jetzt hier an dem Ring dreht von dem Ausrücklager, da sieht man, wie leicht das ist. Also da ist auf jeden Fall das Ausrücklager schon kaputt gewesen. Macht auch ziemlich laute Geräusche, wenn man dran dreht. Wie man hört, das hat schon ziemlich viel Spiel, das Ganze. Und wenn man jetzt hier unter das Auto schaut, hier sieht man jetzt mal die Kupplung, ne? Die Druckplatte, die Scheibe innen und hinten das Zweimassenschwungrad. Das werden wir uns jetzt auch mal ausbauen, um uns genauer das anzuschauen. Und dann können wir euch mal vergleichen mit den Teilen von dem anderen Audi. Um jetzt die Druckplatte von der Kupplung zu lösen, haben wir jetzt hier eine 9er Vielzahn. Da fahren wir jetzt drum rum, machen uns die ganzen Schrauben ab. Dann können wir uns als allererstes mal die Druckplatte und die Kupplung rausnehmen. Und dann werden wir uns das Zweimassenschwungrad ausbauen. So, nachdem die Schrauben locker sind, nehmen sich jetzt die Druckplatte und die Kupplungsscheibe runter. Dann sieht man da schon das Zweimassenschwungrad. Oh je, ach du Scheiße. Außer das Getriebe ist auch noch das Zweimassenschwungrad kaputt. Normalerweise sollte man durch die Löcher hier... Die Bolzen, die sieht man jetzt hier, ne? Die sind normalerweise auf den Löchern, damit man die hier runterbringt. Genau. Jetzt müssen wir mal schauen, jetzt müssen wir den Zweimassenschwungrad so in die Position irgendwie bringen, dass wir an die Schrauben rankommen. Hinschlagen, ja. Damit wir es da runterkriegen.
Durchs Hämmern hat es leider nicht funktioniert. Was wir jetzt machen müssen, ist leider, wir müssen uns hier den Kranz wegflexen, damit wir da auf die Schrauben kommen, weil sonst kriegen wir die zwei Massenschwungrad nicht weg. Weil durchs Hämmern hat es jetzt leider nicht funktioniert. Da dreht sich das komplette Teil mit. So, nach voltaner Arbeit, das habe ich jetzt natürlich nicht gefilmt, weil das halt ewig laut ist. Jetzt sieht man hier, jetzt haben wir uns das abgeflext, ne, dass wir da an die Schrauben rankommen. Und das sieht man auch ganz gut. Genau da, wo die Schrauben sind, waren halt diese ja, Metallteile. Die Extrem. Genau, die haben wir uns jetzt abgeflext. Und jetzt werden wir uns hier die 6 Schrauben lösen. Die müssen wir uns aber nach und nach lösen, weil die Schrauben sonst da drinnen verkantet werden. Und dann werden wir uns hier die ja, 2 Massenschwungrad langsam runternehmen. So, jetzt kann ich euch das nochmal zeigen. Also hier, ne, da war dieser Ring drauf, den kann man sich runternehmen, wenn das weggeflext ist. Und hier an dem anderen sieht man jetzt, wie es normalerweise ausschauen muss. Da sieht man, dass die Schrauben sich genau bündig sind mit den Stegen. Und hier waren die halt genau unten drunter, das war jetzt das Problem. Und das kann man auch nicht mehr drehen, wenn sich das so festgefressen hat. Deshalb mussten wir es jetzt leider aufflexen. Also sprich, werden wir sowieso das 2 Massenschwungrad hier ersetzen, durch das alte von unserem Audi-Projekt. Und jetzt werden wir anfangen, die Sachen da wieder einzubauen. So, das 2 Massenschwungrad, das haben wir uns schon angelegt, wie man sieht. Die M10 Vielsandschrauben, die werden wir uns gleich mit dem Drehmomentschlüssel noch anziehen. Dann stellen wir uns erstmal den Drehmomentschlüssel ein. So, wir können uns jetzt hier unser elektronischen Drehmomentschlüssel hernehmen. Das 2 Massenschwungrad kriegt 60 Newton und dann nochmal 90 Grad. Das stellen wir uns jetzt hier ein. So, und dann können wir das da vorne richtig einbauen. Dann können wir jetzt hier mit der M12 Vielsandschraube draufgehen. Wie man sieht, hier ist jetzt der Drehmomentschlüssel. Der ist elektronisch, deshalb da kann man dann schauen. Wenn der piepst, weiß man, dass es fest ist. Gut, und schon hat man die 60 erreicht. Bisschen drüber jetzt, 62, aber das ist nicht so wild. Was auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass das über Kreuz festgezogen wird, sonst verspannt sich die Platte. Und nachdem die 60 Grad drauf sind, kriegt er sowieso nochmal 90 Grad pro Schraube. Und dann können wir das hier richtig befestigen. Wenn wir das haben, geht es weiter im nächsten Schritt. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, wir müssen uns jetzt einstellen, die Zentrierung von der Kupplungsscheibe und der Druckplatte. Sonst kriegen wir später die Glocke nicht mehr drauf. Jetzt haben wir hier so ein Werkzeug. Das können wir uns da drauf ziehen. Ist echt mega. Genau, und dann kann man sich das genau zentrieren damit. Wird man vorab einstellen. Der nimmt jetzt sozusagen den mittleren Punkt von der Druckscheibe und zentriert die Kupplungsplatte genau mit dem Teil. So, wie es funktioniert, als ersten Schritt tun wir das mal da rein und dreht an das Rädchen. Da geht das untere auseinander mit der Spreizschraube, wie man sieht. Und jetzt nehmen wir das da. Jetzt ist es zentriert und fixiert. Genau, jetzt kann es nicht mehr rausfallen. Und so wie es zentriert ist, nehmen wir uns das jetzt her und können uns das oben hier auf unser 2 Massenschwungrad drauflegen und können uns dann mit den kleinen N10-Schrauben das Teil hier wieder festziehen. Ihr habt hier jetzt noch so kleine Führungsstifte für die Druckplatte, da könnt ihr die vorher einfädeln. Und diese M10-Vielsandschrauben, die werden hier ringsrum, aber über Kreuz, mit insgesamt 20 Newtonmeter befestigt. Dann ist die Druckplatte wieder richtig installiert. Dann können wir uns hier die Zentrierung wieder runterbauen. Die 20 Newtonmeter sind eingestellt und damit gehen wir jetzt oben auf die Druckplatte. Nachdem die Schrauben fest sind, kann man sich jetzt hier die Zentrierung einfach wieder runterschrauben. Und wie gesagt, das hat halt jetzt den Vorteil, dass wir da mit dem Dorn vom Getriebe reinkommen. Das ist jetzt hier genau mittig. Und jetzt werden wir am Getriebe noch das Ausdrücklager austauschen. Um das Ausdrücklager jetzt zu zerlegen, müssen wir erstmal hier oben die Stifte rausziehen. Beziehungsweise der andere, den haben wir ja schon rausgezogen vorhin an dem anderen Getriebe. Das war ja da, wo die Verbindung ist für die Bremsfestigkeit. Wenn der draußen ist, kann man sich hier das Stück runternehmen. Und das ist da so zwischengesteckt. Jetzt können wir von vorne das Ausdrücklager rausnehmen. Der ist hier insgesamt mit 3 Schrauben befestigt. Und um das auszubauen, haben wir jetzt hier 3 9er Schrauben drin. Dazu nehmen wir uns eine 9er Stecknuss und lösen uns die. Gut, und nachdem 3 Schrauben unten sind, kann man jetzt hier das Ausdrücklager nach vorne rausziehen. Sieht man, das war jetzt das von dem Projekt Audi. Der andere hier, der ist ja komplett kaputt, aber den bauen wir jetzt nicht extra aus. Und bevor wir jetzt da das neue Ausdrücklager raufmachen, werden wir uns das erstmal sauber machen. Um den sauber zu machen, nehmen wir uns jetzt hier von Manol den Felgenreiniger. Der geht dafür richtig gut, das werdet ihr gleich sehen. Wir werden das jetzt einwirken lassen, gehen ein bisschen mit der Bürste rein und dann zeige ich euch mal das Ergebnis, wie es danach ausschaut.
So, jetzt sieht man mal das Nachher-Ergebnis. Also, wie gesagt, mit dem Bremsreiniger geht es schon schön raus. Hier muss man ein bisschen antrocknen, aber das Ergebnis zuvor ist schon deutlich besser. Man könnte jetzt nochmal eine Tour machen und dann wäre es noch sauberer, aber so ist es völlig ausreichend. Bevor wir uns jetzt hier das neue Ausdrucklager aufsetzen, nehmen wir uns hier unser Kupfersprayer, gehen da ein bisschen oben drauf, damit es schön aufrutscht und können uns jetzt hier das neue Ausdrucklager hernehmen. Das setzen wir uns jetzt da auf. Wie man sieht, das passt auch schön da rein. Da kommt dann der Stöpsel wieder drauf und die werden wir uns jetzt anziehen. Die drei Schrauben hier, die werden insgesamt mit 15 Newtonmeter befestigt, damit es richtig dran ist und dann können wir die Triebe wieder aufstecken. Das Verbindungsstück, das haben wir uns ein bisschen sauber gemacht. Das werden wir uns hier auch wieder draufstecken. Vorab schon, dass es schon mal in Position ist. Das rastet ein und jetzt können wir uns unser Getriebe da wieder aufstecken. So, die Glocke ist jetzt schon mal provisorisch drauf. Das muss man zu zweit machen, alleine ist es ziemlich schwierig. Jetzt kann man hier oben schauen. Da sind solche Führungshülsen drin, die kommen da rein. So, die Glocke ist jetzt drauf. Die haben wir jetzt gemeinschaftlich da noch drauf geschoben. Jetzt haben wir hier die 16er Schrauben. Die werden insgesamt mit 40 Newtonmeter am Getriebe befestigt. Und die 18er, die an die Seite und an den Anlasser kommen, die kriegen insgesamt nochmal 80 Newton und dann ist die Getriebeglocke richtig befestigt. Die vom Anlasser machen wir natürlich gemeinsam mit dem Anlasser fest, sonst geht es ja nicht. Und wenn die alle fest sind, machen wir weiter. Nachdem wir jetzt unten die Getriebeschraube alle fest haben, machen wir hier oben weiter. Und zwar werden wir uns jetzt als nächstes erstmal den Motor wieder aufhängen. Also nehmen wir unser Getriebelager und werden uns das hier erstmal wieder festmachen. Die drei Schrauben von dem unteren Halter, die machen wir uns jetzt hier mit 60 Newtonmeter fest. Und die zwei oberen, die kriegen 65 und dann nochmal 90 Grad. So, nachdem die 65 erreicht sind, kriegt er jetzt insgesamt nochmal 90 Grad. So, jetzt haben wir hier uns noch die 90 Grad eingestellt. Das kann man mit dem elektrischen Drehmomentschlüssel auch noch machen. So, ja, jetzt haben wir 92 Grad, das ist nicht so wild. Aber wie gesagt, der Drehmomentschlüssel kann das auch. Und dann ist der Halter hier wieder richtig befestigt. Was wir jetzt noch machen werden, ist hier die Schaltstangen. Die werden da wieder aufgeschoben. Da haben wir jetzt so ein Lithiumspray. Das ist so ein Fett, das ist ziemlich dick. Das werden wir uns da auftragen, werden die wieder aufschieben. Dann werden wir hier alles wieder einbauen hier oben, also Luftfilterkasten und den ganzen Glärsch, was wir rausgebaut haben. Das brauchen wir jetzt nicht extra zeigen, das wisst ihr, wie das funktioniert. Und dann werden wir die Vorderachse noch einbauen. Und wenn wir das alles haben, zeigen wir euch noch, wie wir die Antriebswelle befestigen mit den richtigen Drehmomenten und die Antriebswellenmutter. Und dann ist der Einbau vom Getriebe fertig. Dann schauen wir nachher mal, ob alles funktioniert, machen eine Probefahrt und dann machen wir den Abschluss. So, wie man sieht, die neue Vorderachse ist schon drin, die Querlenker haben wir uns auch schon angesetzt. Was wir jetzt noch gerade machen, sind die Antriebswellen festzuziehen. Die drüber ist noch nicht drin, das machen wir gleich. Die Antriebswellenschrauben, die kriegen insgesamt 60 Newton pro Schraube, damit die wieder richtig am Flansch befestigt sind. Und dann können wir uns das hier unten weiter zusammenbauen. Jetzt können wir uns hier die Antriebswelle wieder reinheben und da wieder auf die Flansch aufbringen, hinten auch. Und da ziehen wir uns auch jeweils die 6 Schrauben mit 60 Newtonmetern am Getriebe fest. Zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch die Antriebswellenmutter. Die wird jetzt mit 190 Newtonmeter festgezogen und kriegt anschließend nochmal 90 Grad. Was wir im nächsten Schritt machen werden, ist jetzt hier das Getriebeöl auffüllen. Dazu nehmen wir uns die Auffüllschraube ab. Das ist die obere. Das Getriebe selber ist ja leer, das haben wir euch schon gezeigt gehabt. Also die, wo den Livestream gesehen haben, die wissen das. Die machen wir jetzt auf und dann können wir uns da oben unser Getriebeöl einfüllen. Zum Auffüllen nehmen wir hier das ATF AG60. Das ist ein Automatikgetriebeöl von Manol. Wir wissen, es ist ein Schaltgetriebe, aber unserer Erfahrung nach ist es schöner zum Schalten, wenn man ein Automatikgetriebeöl nimmt und es macht jetzt das Getriebe auch nicht kaputt. Wer das machen möchte, der kann natürlich das nehmen. Dann nehmen wir noch hier ein Keramo-Ester mit, also sprich, das ist so ein Keramiköl. Das werden wir mit reingeben, das verhindert ein bisschen den Verschleiß, beziehungsweise reduziert den Verschleiß von dem Getriebe und das wird da komplett mit reingemacht. Also das ist ergiebig für 5 Liter, insgesamt kriegt das Getriebe 3 Liter. Wir machen das komplett rein und den Rest füllen wir mit dem Getriebeöl auf. Um das aufzufüllen, haben wir uns jetzt hier so ein Gerät gegönnt, das ist eine Pumpe sozusagen. Da ist der Koffer dazu mit den einzelnen Teilen zum Befüllen. Hier ist unsere Pumpeinheit. Manche werden es vielleicht schon mal gesehen haben. Wir haben sowas ähnliches schon mal vor kurzem gehabt. Jetzt nicht von der Marke, aber das System ist ähnlich. Das hat so einen Pumpbehälter. Und damit pumpt man das halt dann in die jeweiligen Ölgefäße. Im heutigen natürlich ins Getriebe. Das werden wir uns jetzt erstmal aufbauen als Neues und dann können wir es befüllen. Dann nehmen wir jetzt hier unser Ceramo her. Das schütten wir uns als erstes rein. Sieht man auch, das ist eine ganz fleißige Flüssigkeit. Ne? Ist halt wegen der Keramik. Und dann kommt da unser Getriebeöl rein, damit sich das ein bisschen vermischt.
Dann werden wir das komplett einfüllen und dann nehmen wir nochmal ein bisschen Getriebeöl zum Nachspülen sozusagen, damit das hier wieder gereinigt ist. So, jetzt werden wir das Öl einfördern. Wie gesagt, wir werden jetzt hier ein bisschen pumpen, dann müsste es eigentlich gleich rauskommen. Das wird jetzt grünlich ausschauen, weil das Getriebeöl etwas grün ist und das andere halt weiß. Wie man sieht, das steigt dann jetzt hoch und es wird dann da eingefüllt. Es wird so weit aufgefüllt, bis es wieder rauskommt. Und wenn das rauskommt, ist das Getriebe voll. Lassen wir es noch ein bisschen nachlaufen und dann werden wir das Getriebe sozusagen wieder zumachen. Und dann können wir die Probefahrt machen. Und jetzt sieht man, da kommt jetzt das Überschüssige, kommt raus. Das lassen wir jetzt ein bisschen abtropfen und dann werden wir uns oben das Getriebe schließen. Die Schraube wird insgesamt mit 30 Newtonmeter befestigt, damit das Getriebe wieder richtig verschlossen ist. Einen wesentlichen Schritt haben wir jetzt natürlich noch. Und zwar müssen wir jetzt noch das Getriebe entlüften, beziehungsweise das Ausrücklager. Da haben wir hier den Nippel vorhin hochgemacht schon. Den nehmen wir uns wieder runter. Durch den hier werden wir uns sozusagen das Getriebe entlüften. Dann wird der Georg gleich ins Auto steigen, wird die Kupplung mehrmals treten und ich werde dann hier mit dem Gerät, mit unserem Bremsflüssigkeitsbehälter, den Füllstand nachfüllen, bis halt die Luft raus ist. Und wenn die Luft raus ist und sich die Kupplungspedal gut anfühlt, haben wir den Einbau heute abgeschlossen. So, wir haben uns das jetzt schon mal angebaut. Also sprich, hier ist jetzt mal der Rücklauf. Ne? Hier kommt das alte raus. Hier oben haben wir schon angeschlossen, ist der Zulauf von dem frischen. Und wenn der Georg jetzt drauf tritt, da sieht man jetzt, wie hier die ganze Luft rauskommt und die muss komplett weg sein. Und wenn die weg ist, ist das Getriebe sozusagen entlüftet und dann kann man es wieder benutzen. Ansonsten, die Farbe schaut gut aus, sieht man hier, ne? Also das ist nicht dunkel oder so. Wenn es dunkel wäre, hat man ein bisschen Verschleiß, aber so schaut es gut aus. Und aktuell kommen auch keine Bläschen mehr, schaut auch gut aus, dann kann man das gleich wieder abschließen hier. So, die Abfüllschraube, die haben wir uns jetzt hier wieder geschlossen. Was wir jetzt noch machen, ist natürlich hier die ganze Luftpaket einbauen und den ganzen Rest vom Motor. Und dann machen wir gemeinsam eine Probefahrt und dann machen wir einen Abschluss von heute. So, und das war es auch schon vom Video. Leider haben wir an dem Tag so lange gearbeitet, dass wir am Ende einfach vergessen haben, da noch einen Abschluss zu drehen. Wir haben es fertig zusammengebaut, das Fahrzeug hat super gestartet, also gab es keine Probleme. Das Fahrzeug fährt super. Wir waren ja vornherein davon ausgegangen, dass das Getriebe defekt ist, was aber am Ende dann nicht der Fall war. Was tatsächlich der Grund war, war natürlich das Zweimassensprungrad, was ihr gesehen habt, dass wir rausflexen mussten. Das hat auf Dauer diesen ganzen Krach verursacht und diesen unrunden Lauf. Seitdem das drinne ist, funktioniert es butterweich, also es ist wirklich tipptopp, das Fahrzeug fährt und es ist alles wieder in Ordnung. Das alte Getriebe, das werden wir uns aufheben, weil das kann man mit Sicherheit mal irgendwann gebrauchen. Wir haben ja beide das Fahrzeug, wenn ein Getriebe wirklich mal kaputt geht, haben wir immer eins auf Lager. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, Servus.